offene Rücken ist ein sehr schwerer Geburtsfehler. Durch eine Fehlbildung zu Beginn der Schwangerschaft werden Wirbelsäule und Rückenmark nicht richtig angelegt. Das Rückenmark liegt offen im Fruchtwasser und scheuert an der Gebärmutterwand. Dadurch wird es irreparabel geschädigt. Die Folgen für das Kind sind Gefühllosigkeit und Lähmung der Beine, sowie keine Kontrolle der Blasen- und Darmfunktion. Durch die Fehlbildung ist zudem der Abfluss der Hirnflüssigkeit gestört. Ein Wasserkopf bildet sich und das Kind kann zusätzlich zu den körperlichen auch geistige Behinderungen haben. Je länger das Rückenmark offen liegt, desto größer sind die Schäden. Behinderungen können abgeschwächt oder verhindert werden, wenn das Kind statt nach der Geburt schon im Mutterleib operiert wird. Die vorgeburtliche Operation des offenen Rückens erfolgt zwischen der 23. und 26. Schwangerschaftswoche unter Narkose von Mutter und Kind. Mittels Ultraschall wird der exakte Ort für den Zugang in die Gebärmutter festgelegt. Das Baby wird so positioniert, dass der Rücken operiert werden kann. Ohne die gestaute Hirnflüssigkeit legt sich das Rückenmark in den Rückenmarkskanal zurück. Das Gewebe zwischen Haut und Rückenmark wird entfernt. Das noch offene Rückenmark wird mit mehreren Gewebeschichten bedeckt. Damit wird die natürliche Anatomie so weit wie möglich hergestellt. Ein Lappen des benachbarten Muskels schützt das Rückenmark zusätzlich. Abschließend werden die Rückenhaut des Babys und die Gebärmutter wieder verschlossen. Schäden am Rückenmark, die vor dem Eingriff entstanden sind, können nicht rückgängig gemacht werden. Die vorgeburtliche Operation bringt keine vollständige Heilung. Doch der Eingriff verbessert die Chancen, dass das Kind nach der Geburt keine Ableitung der Hirnflüssigkeit benötigt und ohne Gehirnschäden zur Welt kommt. Die Beeinträchtigungen der Beine und der Darm- und Blasenfunktion sind geringer.